erste Live-Übertragung der Waidhofener Gemeinderatssitzung, die mit der Software der Gmundner Firma OCA durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg. Bürgermeister Magister Wolfgang Mayer sieht die Übertragung als Tool für mehr Transparenz und als Mittel der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Pressekonferenzen, Vorträge und Podiumsdiskussionen können damit breiter angeboten und einem größeren Publikumskreis zugeführt werden. Neu daran war, dass die Sitzung mit 2 iPods übertragen wurde und damit örtlich extrem flexibel und unabhängig ist. Während in einer Gemeinderatssitzung im Normalfall kaum Besucher zu verzeichnen sind, hatte die Internetsitzung insgesamt 334 unique Internetbesucher. Eine sehr hohe durchschnittliche Verweildauer von ca. 65 Minuten pro User war zu erkennen. Es zeigt sich also, dass das Interesse an Politik durch Live-Übertragungen zu steigen scheint. Während eine Kamera direkt auf das Bürgermeisterpodest gerichtet war, zeigte die andere auf ein Rednerpult, das die Mandatare für ihre Wortmeldungen aufsuchen mussten. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist bei EasyLive TV extrem günstig, da kaum Investitionen zu tätigen sind und zum Unterschied von anderen Anbietern der Stream auch von OCA serviciert und Übertragungs-Know-how bereitgestellt wird.